Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Köln-Karriere in FIFA 23. Let's go! Wir sind im Winter angekommen, deswegen heute auch eine mehr Management-lastige Folge, weil wir haben noch einiges zu tun in der Liga. Sportlich gesehen stehen wir ganz gut da auf dem 9. Platz, da ist noch alles möglich in der Rückrunde, aber dafür müssen wir halt mit unserem Management den Grundstein verlegen. Und das Management könnte nicht wichtiger sein. Ihr seht es hier, die Verträge laufen aus von einigen Spielern, die dann auch schon Vorverträge unterzeichnen können. Und das wollen wir natürlich nicht unbedingt bei jedem zulassen. Nummer 1 ist natürlich unser bester Spieler in dieser Karriere mit der 80, Elyes Skiri. Sein Vertrag läuft aus, er läuft auch in echt aus und keiner weiß, was passieren wird. Und da wir ja hier die schönen Szenarien haben, haben wir uns gedacht, wir treffen die Entscheidung nicht selber, sondern mit euren 200 Likes, die das Szenario machen, entscheidet ihr sozusagen und eben das Glück. Ja, und das sieht dann so aus, wir haben entweder Skiri, der sich verabschieden muss, oder Skiri, der seinen Vertrag verlängern wird. Und es ist halt einfach eine 50-50 Chance. Es ist halt legit einfach eine 50-50 Chance und ich würde sagen, wir klicken einfach mal und gucken, was passiert. Abschied heißt natürlich, dass der Vertrag ausläuft, außer jetzt kommt noch ein Angebot von wirklich einem Club, der Sinn macht. Aber ich glaube, es würde eher heißen, dass der Vertrag ausläuft und er läuft nicht aus. Und ihr hört es im Hintergrund. Das ist Grund zu feiern. Und deswegen heißt es auch, Skiri, komm in mein Büro oder komm, wie es besser gesagt, in unser Büro, ins Büro von Funky Baumgart oder Steffen Funky so rum. Und er bringt seine Beraterin mit. Die sieht echt aus wie eine Marokkanerin so ein bisschen, ne? Passt. Ist er nicht Tunesier? Ja, meine ich. Die haben ähnliche Flaggen. Könnt ihr ehrlich gesagt die marokkanische Flagge gerade gar nicht sagen. Guck mal, kannst du auch einblenden jetzt gleich. Marokkanische Flagge, rot mit so gelb-goldenen Sternchen. Tunesische Flagge, stimmt, rot mit einem Halbmond, Halbmond und vielleicht noch ein Sternchen dabei, aber in weiß. Ja, also stimmt. Schon ähnlich. Ja, schon ähnlich, stimmt schon. Wichtiger ist auf jeden Fall erstmal Elyes Skiri. Der wird hier natürlich zum Schlüsselspieler gemacht. Ich meine, ist er eh schon und das soll er auch bleiben, wenn er hier bei uns bleibt. Wir werden ihm jetzt keinen 5-Jahres-Vertrag geben. Das ist ja auch klar. Wir sind einfach nur glücklich, dass er noch ein bisschen da bleibt. Wir versuchen es mal mit 3 Jahren. Wir hoffen natürlich, dass er auch da Bock drauf hat. Und er hat Bock drauf. Will keine Freigabesumme. Und beim Gehalt müssen wir jetzt noch schauen. Ich glaube, es ist schon realistisch, dass er da ein bisschen was mehr bekommt. So 40 vielleicht. Auch wenn das unser Gehaltsgefüge ein bisschen sprengen wird. Ja, also wenn er da bleibt, dann nur zu einem absoluten Premium-Gehalt für Kölner Verhältnisse. Und da müssen wir dann halt schon mal richtig tief in die Tasche greifen. Er ist jetzt schon, glaube ich, unser Topverdiener. Also ich würde so mit 38 oder sowas gehen, um es nicht so komplett zu übertreiben. Aber das kann man ja auch nachverhandeln nochmal. Also man kann den Vertrag ja auch nochmal neu auflegen. Wir gucken jetzt einfach mal, was er dazu sagen würde. Wir geben ihm noch einen kleinen Einstiegsbonus natürlich. Und einen großen Einstiegsbonus. Er ist halt schon realistisch. Ja, ne? Es ist realistisch. Es ist halt schon realistisch, ihm halt noch ein gutes Handgeld zu geben, weil das würde halt einfach aufs 3-, 4-, 5-fache irgendwo anders kriegen, wenn er jetzt halt woanders unterschreiben würde. Ich würde sagen, das nimmt er auf jeden Fall an und es ist auch so. Und wir haben Elyes Skiri einfach behalten. Und also, viel geiler wird es für uns nicht mehr, diese Episode. Nee, auf jeden Fall nicht. Und jetzt haben wir natürlich noch mehr Leute, bei denen der Vertrag ausläuft. Also Lemperle kann noch keinen Vorvertrag unterschreiben für die neue Saison, aber würden wir trotzdem gern mal verlängern. Weil wenn wir uns das hier angucken, die Statistik ist besser als die von Adamian, ist besser als die von Dietz. Und zumindest mal die Torstatistik ist auch besser als die von Uth, auch wenn der natürlich noch viel mehr fürs Spiel macht. Aber also das ist ein No-Brainer, den zu verlängern. Ja, der macht auch einfach Bock und der ist auch so ein bisschen die Zukunft vom 1. FC Köln. Und da setzt man ja in echt auch drauf. Ich würde sagen, 3 Jahre, 8.000 im Gehalt, kriegt er fast das Doppelte. Damit kann er sich auch nicht beschweren. Und dann haben wir natürlich hier noch 3 Kollegen. Also Smajic würden wir gehen lassen, weil es halt vor allem auch kein Bild hat. Der hat in echt gerade seinen Vertrag verlängert. Aber der wird natürlich hier in dieser Karriere jetzt keine wirkliche Rolle spielen. Also läuft da der Vertrag aus. Das Gleiche würde ich sagen. Timo Horn. Mhm. Es ist nicht unbedingt fair, ihm gegenüber ihn hier auf der Bank versauern zu lassen. Deswegen, der kann gerne jetzt schon mal mit jemandem verhandeln. Und wir gucken dann quasi für die neue Saison nach einem Backup-Torhüter. Aber wichtig zu sagen ist, dass da kein böses Blut irgendwie zwischen dem FC und Timo Horn ist. Einfach ihm zuliebe, man hat sich jetzt auf lange Sicht für Schwerbe entschieden und da möchte man ihm natürlich auch nicht im Weg stehen. Und weiter geht's noch mit Kingsley Schindler, ist der Letzte auf der Liste. Der kriegt jetzt eine 1-Jahres-Vertragsverlängerung und ein bisschen weniger Gehalt, aber der hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja. Also wir wollten einfach, dass der halt so als Kaderspieler hier bleibt
Deswegen auch nur ein Jahr, weil dann können wir uns nächstes Jahr einfach nochmal entscheiden, ob er weiterhin so gut ist oder ob er halt dann gehen darf. So, jetzt sind wir aber auch angekommen. 1. Januar ist es. Wir haben bis dahin simuliert. Jetzt ist das Transferfenster offen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir verlieren jetzt ein paar Leute auf Laie. Das haben wir jetzt schon ein bisschen... Oh ja, 8 Nachrichten. Okay, das sind natürlich ein paar auch Jugendmannschaft. Aber... Katterbach zurück. Oh ja. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Katterbach ist zurück. Können wir gleich mal schauen, wie er sich entwickelt hat. Ja. Gut, dann Jugendmannschaft, wie gesagt. Dann Chabot, der zurückgeholt wird, weil er halt nicht spielt bei uns. Das ist aber okay. Da haben wir nämlich schon unser Auge auf jemand Neues geworfen, den wir dann vielleicht noch holen können. Und dann haben wir hier noch zwei junge Talente, die halt ausgeliehen werden. Georg Strauch nach Heidenheim und Josh Wirten zum Sepsi OSK. Mike Vermeer ist von der polnischen Küste wieder zurückgekommen und hat leider nichts Neues mitgebracht. Aber wir haben ja das eine polnische Talent, was sogar auch Linksfuß ist, aus Podolski angelehnt. Ihr habt zwar unter die Kommentare geschrieben, französischer Stürmer, Girassi, Modest, Nachfolger, irgendwie sehen wir noch nicht ganz, könnte vielleicht sogar zu OP sein, weil Frankreich Stürmer kennen wir aus der Mainz-Karriere, Joubert war da auf jeden Fall schon geisteskrank, vielleicht dann in der nächsten Saison. Jetzt haben wir gedacht, um auch mal ein paar deutsche Talente zu holen, 6 Monate, egal welche Position, da wird er auf jeden Fall irgendwas holen, oder? Ja, bin ich auch der Meinung und ich meine, das braucht man auch mal ein bisschen. Jo, okay, da kommt direkt das erste Knallerangebot, also 2. Tag in der Transferphase und die Tottenham Hotspur wollen Dejan Lubicic. Weiß ich ja nicht so ganz. Aber ich kann euch was sagen, dadurch, dass wir im Sommer gut gewirtschaftet haben, können wir glaube ich sagen, ja, im Winter verkaufen wir nicht irgendwie so einen wichtigen Spieler wie Lubicic, oder? Genau, sonst hätten wir auch mit Skiri nicht verlängern können. Wir sind gerade in einer ganz guten Position. Lubicic im Sommer, ein Abgangskandidat. Hey, vielleicht, wenn da nochmal jemand Großes anklopft. Aber ich sage auch mal so, gerade wird der bei Tottenham einfach nicht spielen. Nein, das, überhaupt nicht. Der würde da einfach nur auf der Bank versauern. Deswegen lehnen wir das jetzt fürs Erste nochmal ab. So, und wir sehen hier, die Wolves hatten ein Transferangebot für Timo Hübers abgegeben. Das haben sie jetzt mittlerweile zurückgezogen, weil wir keine Antwort gegeben haben. Wir waren da richtig toxisch und haben sie einfach, Premier League hör auf. Genau, Premier League hör auf. Er ist sowieso kein Portugieser, also macht der Wechsel zu den Wolves einfach keinen Sinn. Nee, aber mal Spaß beiseite. Wir wollen unsere Defensive nämlich nicht schwächen, sondern wir wollen sie eigentlich noch verstärken, oder? So sieht es nämlich aus und das mit Lilian Brassier. Wenn ihr auf TikTok oder bei den YouTube Shorts aktiv seid, dann wisst ihr auch, wer das ist. Wir haben ihn euch da auch vorgestellt als Vorschlag für den 1. FC Köln. Ist sogar genau das Gegenstück zu Chabot. Ist klein, beweglich, schnell. Wir können auch seine Stats hier gucken. Hat sogar relativ viel Ballkontrolle, ne? Wenn ich das hier sehe, mit 74. Er kann so mancher Flügelspieler von uns davon träumen, glaube ich. Ja, an generell auch 62 langer Pass, 69 kurzer Pass ist für einen Innenverteidiger mehr als stabil, würde ich behaupten. Dann hier natürlich auch noch die wirklich guten physischen Werte, 1,86 groß und halt endlich mal einen Linksfuß. Ich finde, eine sehr sinnvolle Verpflichtung. Wir sind sehr opportunistisch, würde ich jetzt mal behaupten. Er hat einen Marktwert von 4,4 Millionen, wir bieten 3,5 und es wird nur verbessert auf eine Weiterverkaufsgebühr von 9% und die ist uns völlig egal, vor allem die ist auch völlig human, würde ich behaupten. Und das ist mal wieder an einem Weltklasse-Deal. Haben wir die abgezogen da ein bisschen? Einfach, Steffen Funke hat den Mann einfach über den Tisch gezogen, zu sich eingeladen, komplett abgezogen, nach Hause geschickt. Sonderangebot im Kaufland! Gehalt 16.000, ganz entspannt. Wir haben ihm sogar mehr gegeben, als er wollte, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, dass er da bei seinem Gehalt bleibt. 16.000 die Woche, einen entspannten Einstiegsbonus, ein Weltklasse-Transferbudget. Ich weiß nicht, was wir noch hätten anders machen müssen. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit. Ist ein A-Deal. Und die Bewertung ist B. Ja, ist kein A, ne? Was hätten wir besser machen können? Komm, sag's uns. 700.000 noch? Sag mir doch nicht, dass wir da 2,8 hätten bieten können, weil 4,7 Millionen Makler. Und dann wird er auch vorgestellt mit der Nummer 24. Die hatte er bei Stadren als letztes, meinst du? Und deswegen kriegt er die jetzt hier auch. Und er geht sogar nochmal hoch. Es ist ein noch besserer Wechsel gewesen. Geht gar nicht. Brassier, er ist mir jetzt schon sympathisch. Er hat nämlich ein Spiel gemacht für uns. Ja, aber einer meiner Lieblingsspieler bisher in der Karriere. Safe. Also ich weiß ja, er hat jetzt nicht eine überragende Saison bisher. Der steht bei 0 Saisontoren und 2 Vorlagen. Aber Hellas Verona ist ja mal eine... Also das ist ja bodenlos. Die Stadt ist richtig schön. Ich war da vor 2 Jahren. Ja, da gibt es bestimmt auch richtig geiles Essen, so wie überall in Italien. Aber ja, also... Da gibt es irgendwie so eine Sehenswürdigkeit. Da kam ich gar nicht hin, weil gesperrt war wegen Corona. Aber Thielmann scheint insgesamt sehr beliebt zu sein. Crystal Palace, also wieder ein Premier League ist.
Ja, aber das sind ja keine Angebote, Mann. Nee. Also, wie gesagt, ich spiele ja nicht gut, aber es sind ja keine Angebote. 12 Millionen, 11,7 Millionen. So, du bist ein Premierligist. Gib doch 30. Und es ist unser bestes Talent, halt wirklich. Und wir haben nicht nur Brassier als Neuzugang, sondern irgendwie auch ein bisschen Jairo Riedewald wieder. Den haben wir am Anfang der Saison geholt. In der Hinrunde war er 3 Monate raus wegen einer Hüftmuskelverletzung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt ist er aber wieder komplett fit und würde auch gern zum Rückrundenauftakt wieder in den Starter spielen. Da bin ich so dafür, weil ich kann dir eins sagen, in der Folge, wo er gespielt hat, war ich nicht da. Ich habe noch keine einzige Partie mit ihm gemacht. Stimmt, ja, machen wir jetzt. Aber um das Ganze so ein bisschen möglich zu machen, und ich meine, wir haben gerade mit Skiri verlängert, das heißt, er sollte ja eigentlich auch spielen, weil so eine Message, cool, dass du verlängert hast, jetzt spielt Riedewald, ist auch irgendwie komisch, haben wir uns entschieden, gegen einen sehr offensiv starken Gegner, die auch 3 Punkte mehr haben als wir, stellen wir einfach mal auf 4-2-3-1. Wir brauchen ja auch noch so ein bisschen Flexibilität und dafür ist dann auch Köhler perfekt für diese Zehner-Position. Da haben wir jetzt richtig Bock drauf. Ich spiele auch gerne Heimspiele, weil da muss ich mir bei der Tormusik keine Gedanken machen. Kommt da was Trommelsche. Hausedition. Hausedition. So, trotzdem wollen wir natürlich über außen spielen, auch wenn wir jetzt einen Mann mehr in der Mitte haben. Über außen spielen wir auch und Köhler, meine Fresse. Powerkopfball. Aber ein richtiger Powerkopfer. Da hat man wirklich mal wieder seine 1,90 gemerkt. Wirklich? Und die 90 Kilo, die er hinter den Ball gebracht hat. Mein Gott, ey. Ja, das war richtig schlecht von Riedewald und Kennen im Verbund und Gott. Ja, Schwebe hat gedacht, meiner. Ja. Leo. Ich habe schon so durchgezogen, damit Riedewald ihn einfach nur noch wegkloppt und auf einmal schießt er wieder nicht und ich hatte wirklich Panik gerade. Ja, Skiri auf Riedewald. Riedewald findet die Lücke auf Köhler, der hat ihn auf dem starken Linken. Das ist ein starker Linker. Hätte sogar einen guten Schuss. Also ist okay, oder? Ja, kann man mal machen auf jeden Fall, würde ich behaupten an seiner Stelle. Köhler geht über rechts außen gegen Medina, geht in die Mitte, sehr schön gegen Akpoguma und scheitert dann am Torhüter. Es müsste immer noch Baumann sein. Er hat da sehr gut reagiert. Die Ecke tritt Köhler aber auch wieder ein bisschen zu weit. Wieder kommt der Ball aber irgendwie vors Tor. Aber wieder kommt keiner von uns dran und jetzt müssen wir gegen den Konter aufpassen. Ich nehme mal Cannon mit. Das ist ein bisschen sicherer, glaube ich, als Hector, vor allem gegen Bebou. Aber Hector grätscht ihn da auch ordentlich weg. Den Ball da zwischen den Beinen. Ja, gut, keine gelbe. Cleveres Foul. Alter, Alter. was? Hä? Was passiert hier? Also die Ballannahmen sind gerade wirklich nicht zum Niederknien und dadurch resultiert dann auch das Tor für die TSG Hoffenheim. Also was Riedewald und ich glaube am Ende Tigges oder sowas da mit dem Ball veranstaltet haben. Beide, ne? Ja, also kein Plan. Und das ist natürlich so bitter. Hoffenheim, ja, eine Chance mit dem Pfosten hatten sie. Aber das 1-0 ist jetzt nicht wirklich verdient, würde ich sagen. Und dann war es mit der ersten Hälfte. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen und eigentlich auch weniger für die TSG. Hätten wir ja nicht so 10 Minuten lang kompletten Schmarrn gespielt. Aber gehört auch mal dazu. Und da müssen wir uns jetzt in der zweiten Halbzeit rausbuddeln aus diesem Loch. Gucken wir mal. Keine Wechsel erstmal. Die heben wir uns noch ein bisschen auf. Und der erste Angriff gehört auch direkt uns. Kennen kommt über außen. In der Mitte Tigges. Der hat Mann, den auf den die Boden geköpft. Kopfbälle kommen ja nicht. Ich dachte, er wäre abgeblockt geworden. Habe ich auch gedacht. Aber wir haben gemerkt, über außen ist die TSG verwundbar auf jeden Fall. Und Kennen läuft direkt wieder. Kennen wieder mit der Flanke. Skiri in die Mitte und Tigges. Mit seinem schwachen Rechten bügelt sein Fehler vom Kopfball wieder aus. Schön weitergeleitet, aber auch von Skiri. Sehr gut gemacht da. Wir haben gesehen, die langen Flanken funktionieren nicht. Da musst du gleich mal eine kurz bringen, einmal weiterleiten und dann ist die Verteidigung auch verwirrt. Kennen Sie Und nicht vom FC? genau, und wenn einer clever genug ist, zu merken, dass er einfach nochmal einen Ticken weiterlegen muss, dann ist es natürlich Skiri. Per Seitfallzieher als Sechser. Klar, also dass der da nicht draufzieht, ist klar, aber Tigges bewegt sich halt auch sehr, sehr gut und hat dann einen richtig einfachen Abschluss eigentlich auch. Jetzt mal wieder über die Außen, über Kainz. Kainz hat ja in der letzten Episode ein paar richtig schöne Tore gemacht. Kainz geht, wird nicht angegriffen. Kainz! Dieses Mal schlägt er nicht ein. Ja, jetzt muss Köhler mal ein paar Meter machen. Köhler hat hier so wenig Anspielstation, aber in der Mitte läuft Tigges. Hier überläuft jetzt Kainz. Wenn er den Ball dahin bekommt, dann ist es richtig gut. Kainz lässt seinen Gegner stehen. Tigges mit seinem schwachen Rechten. Doppelpack Tigges! Und das Trömmische geht ab. Richtig schön gespielt. Genau der gleiche Angriff wie beim 1 zu 1, nur von links. Ja, genau. Und halt eine flache Flanke anstatt einer hohen Flanke. Aber das Prinzip war das gleiche. Über außen den Platz nutzen, dann nochmal in die Mitte spielen. Kainz lässt hier Karasjabek richtig schön ins Leere laufen. Und Tigges kriegt den Ball, weil auch Skiri so ein bisschen Kabak nervt einfach. Der läuft da nochmal vorbei. Was macht Skiri so offensiv? Macht er gut irgendwie. Macht er gut.
Und wir haben hier den Auftakt in die Rückrunde sehr erfolgreich gestaltet. 2-1 Sieg bei uns zu Hause. Beschwer ich mich jetzt nicht. Wir wollen nicht lange fackeln. Es gab eine Leihübereinkunft in der Zwischenzeit. Aber jetzt steht das nächste Spiel an gegen Schalke. Und wir können euch eine gute Nachricht sagen. Alle drei Spiele, die jetzt noch kommen, werden auch gespielt. In den Highlights zumindest. Und das ist die Aufstellung dafür. Wieder unsere normale Formation. Wieder eigentlich fast die Top 11. Nur Meiner kommt über rechts für Thielmann und Brastier in die Innenverteidigung. Und ich meine Schmitz und Kennen, da ist er eigentlich fast abwechselnd. Der Konter läuft jetzt auch noch. Kral mit dem langen Ball. Und jetzt kann Brastier direkt mal hier das erste Mal verteidigen. Und Junge, packt dir da einen Powershot aus. Ich dachte, der fliegt jetzt wieder krüppelt in den Winkel, wenn diese Animation kommt. Habe ich aber auch irgendwie so ein bisschen kommen sehen, so. Einfach mal reinknallen auch. Zum Glück ist es nicht passiert, sagen wir es mal so. Jordan Larson mit dem ersten Versuch noch gescheitert. Brassier räumt das Ding auch ab und jetzt haben wir endlich mal einen Konter. Oh, guck mal da. Direkt sind wir einfach geradeaus durch, ne? Ja, auf die rechte Seite oder so ein bisschen. Ja. Ah, linke Seite. Weil da kamen ja von oben welche. Jetzt ist Tigges so ein bisschen auf sich allein gestellt. Oh, was ein guter Kopfball. Digga, soll ich dir was verraten? Ich habe außerdem den Pass gedrückt. Was? Das ist die neue Meta. Der kam mit Pass so gut. Alleingang Tigges. Zieh ihn ein bisschen nach links, würde ich sagen. Ne? Ja, und du kommst einfach hinterher, so schnell du halt kannst. Tigges mit dem Ball in die Mitte auf Mike Ute, Ex-Schalker gegen seinen Ex-Club. Und von Uwe ja nochmal bedrängt. Macht hier nicht das 1-0. Aber wir haben direkt den nächsten Angriff. Lindenmeiner, Gelegenheit zur Flanke, die hat er sich wieder arg weit vorgelegt, deswegen bringe ich sie mal direkt, aber die war leider nix. Aber ist auch immer schwierig, wenn der den sich da dann 20 Meter weit vorlegt. Und wir haben nochmal einen Konter, aber der Ball sieht ziemlich weit weg aus von Kainzer, oder? Ja, ich probiere ihn mal dran zu kommen auf jeden Fall. Ah, das klappt auf jeden Fall, aber läuft halt direkt in den Gegenspieler rein. Dann war es das auch schon wieder. 0-0, ich weiß, warum unsere Defensive so gut ist. Ja, und ich würde sagen, die Übereinkunft, die du vorhin schon mal so angedeutet hast, die ist jetzt auch komplett fertig. Und zwar ist es Soldo. Wir haben ihn mal ausgeliehen, weil wir haben jetzt mit Brasil jemand, der besser ist. Wir haben mit Martel jemand, der auf jeden Fall talentierter ist. Und Soldo hat auch noch kein Bild. Ich mag ihn sehr, weil er halt natürlich der Sohn von der Stuttgarter Vereinslegende ist. Deswegen haben wir ihn noch nicht verkauft. Einfach mal 2 Jahre ausgeliehen. Vielleicht, wenn er dann zurückkommt, hat er auch ein Bild. Vielleicht machen die ja Fotos in Portugal. Er spielt jetzt nämlich bei Sporting. Und das Ding ist gut gemacht. Dicker, warum machen wir eine Gehaltsübernahme von 0 zu 100? Ja, genau. Safe. Ja, klar. Nicht nur, dass ein Hector-Angebot kommt, was schon dumm ist. Es kommt ein Hector-Angebot von Gladbach. Ist es denn Ihr Ernst? Ist es am 1. April? Nee, ne? Nee, ist 29.01. Weiß ich nicht, FIFA. Weiß ich nicht. Das kannst du auch safe da reinschreiben. Machen. Ja, das kannst du auch wirklich coden, dass du bei so dem Kapitän vom 1. FC Köln, was eines der größten Derbys ist, nicht zum Rivalen da geht. Hä? Ja, also wow. Wow, FIFA. Wow. Wir sind angekommen am Deadline Day. Wir haben unseren Transfer gemacht. Das heißt, aus unserer Sicht ist das Ding eigentlich durch. Wir schauen mal, ob natürlich noch Angebote kommen und was noch sonst so auf der Welt passiert. Da sind ja bestimmt mal wieder ein paar interessante, spektakuläre Deadline-Day-Deals dabei. Anthony Martial, zurück nach Frankreich. Olympique Lyon, nur 32,4 Millionen. Das ist ein guter Deal. Das ist ein echt guter Deal eigentlich. Ja, Gladbach arbeitet am nächsten Linksverteidiger. Caio Henrique von AS Monaco war da das neueste Gerücht. Ilas Bebou hat genug gesehen. Oh, Onuachu geht zu den Bayern. Oh nein. Den kennen wir natürlich noch aus unserer Mainz-Karriere damals. Der würde richtig gut zu uns passen mit den ganzen Flanken. Das stimmt, aber der würde auch gut auf die Bank bei Bayern passen, finde ich jetzt zumindest mal. Ja, stimmt. Das ist halt ein komplett bulliger Stürmer, wenn du halt mal jemanden aufknacken musst mit ein paar Flanken. Und dann war's das, die letzte Stunde ist vorbei, es ist bei uns nichts mehr passiert, so wie wir es erwartet haben. Aber sind wir auch mal ganz ehrlich, es ist eine gute Mannschaft. Ja, und die entwickelt sich jetzt noch ein bisschen und dann sieht das noch viel besser aus. Weiter geht's, oder? Weiter geht's. VfL Wolfsburg steht auf dem Programm. Spielen eine recht gute Saison, auf jeden Fall besser als in echt. Böse Zungen würden behaupten, ist jetzt nicht allzu schwer, besser zu sein als in echt gerade. Aber gut, ich bin auch Stuttgart-Fan, also was soll ich da sagen. Wir machen auf jeden Fall die Partie mit Lemperle und Adamian vorne drin, mit Köhler auf der 8 und ansonsten unserer Top 11 und gehen in die Höhepunkte. Und was wir auch mal probiert haben, ist, wie sieht ein Schnee aus in FIFA 23? In FIFA 22 war es unspielbar.
Schnee, weil es war einfach nur weiß alles und du hast eigentlich nichts erkannt. Wenn es so bleibt, ist es sehr geil. Ja. Weil dann hast du ein geiles Schneefeeling, aber du siehst halt trotzdem, was abgeht. Herrlich. Herrlich, herrlich. Ich bin begeistert. Ich spiele nämlich gern eigentlich halt realistisch auch im Schnee. Aber ja, mal gucken. Jetzt erstmal hier, ich spiele halt ungern gegen den Elfmeter. Aber dafür haben wir ja Tim, unseren Elfmeter-Killer. Der Panenkat wird. Da sage ich mal nichts zu. Wurde ein bisschen hops genommen von Lukas und Metscher. Alter, komm schon. Was sind das für Highlights? Wo ist Kennen? Ja, Kennen ist noch der nächste dran. Aber ein Matcher hat natürlich auch Tempo. Aber den könntest du bekommen. Jawohl, Alter, Junge. Kennen, dafür Beste, haben ehrlich. Wir ihn. Ja, Baku gegen Hübers. Alter, Baku war ja viel zu schnell. Baku scheitert aber an Schwäbe und wir können das Ding bereinigen. Aber auch in der zweiten Halbzeit geht's einfach weiter. Ich dachte gerade, wir haben den Ball jetzt, aber nee. Nee. Also ich habe mich auch kurz gefreut, weil es in die andere Richtung ging, aber es war halt einfach nur die zweite Halbzeit. Das heißt, wir hatten eine bodenlose erste Halbzeit. Und müssen jetzt einfach mal gucken, dass wir auch noch das hier wegverteidigt bekommen. Oh! Was? Oh. Ja, musste ziehen. Musste kannst ziehen. Kannst nicht 2-0 rück. Keine rote. Boah, war das clever. Hector hat nicht mal gelb bekommen. Ich hab den ja gerade als Icon, da würde man die gelbe Karte sehen. Jo. Gut. Ja, okay, Maxi Arnold kann die Dinger halt auch in echt. Und da geht's wieder los. Kennen gegen den Matcher, die zweite. Dieses Mal sollte ich ihn eigentlich wieder einholen können, finde ich. Ja. Aber diesmal bleibt Kennen stehen. Ja, er hat ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Deswegen kommt Schwäbe raus, reagiert nicht beim Schuss und steht 3-0. Scheißspiel, sage ich ehrlich. Sage ich wirklich ehrlich. Komm, geben wir Uth noch ein bisschen Spielzeit. Mit Kainz gehen wir jetzt mal die Grundlinie durch. Mit Kainz legen wir den Ball nochmal in den Rückraum, da kommt aber auch wieder keiner dran. Skiri mit dem Ball auf Adamyan, der gerade ausgewechselt wurde für Uth übrigens. Vielleicht ist der Wechsel noch nicht durch gewesen oder so. Weg von dem Spiel. Boah, einfach. Ja, einfach wirklich, weg. Wirklich. Ist natürlich durchaus bitter, aber mit einem Sieg wären wir direkt an den europäischen Plätzen dran gewesen. Ja, da wären wir auf Platz 7 gewesen, aber punktgleich mit Platz 6 setzen wir wieder 3 Punkte hinten dran. Wolfsburg setzt sich langsam aber sicher so ein bisschen ab von Platz 6. Also ist das Maximum, was wir eigentlich noch rausholen können, Platz 6. Und es wird halt einfach nicht einfacher, weil der nächste Gegner heißt nämlich Borussia Dortmund. Da haben wir das Hinspiel auf herzzerreißende Art und Weise noch verloren mit 3-2, da kann ich mich noch dran erinnern. Jetzt geht es wieder gegen Tims zweite Lieblingsmannschaft und wieder gegen Salih Özcan, der wieder spielt und wieder auch in die Höhepunkte. Dortmund hier mit ihren Cup-Trikots, warum auch immer in der Liga. Ja, keine Ahnung. Aber es ist ja ein Köln-Heimspiel und wir haben in echt gesehen, wie das Ding ausgehen kann. Mhm. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier mit Tigges ein paar Meter gegen Schlotterbeck. Tigges geht ein paar Meter, kommt aber ja nicht vorbei. Da wusste ich jetzt nicht, was ich machen soll. Quasi direkt der Gegenkonter jetzt mit Malen. Ey Mann, es ist ein bisschen OP. Es ist schon arg OP, ja, ja. Ich glaube, wir haben es beide versucht, quasi diese Lücke zu schließen, ja, wo er durchschießen kann. Aber es hat halt leider einfach gar nicht funktioniert. Verteidiger wäre wahrscheinlich mit ins Tor geflogen. So wie in diesen Cartoons. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Zweites Spiel in Folge, wo wir einen Elfmeter gegen uns gepfiffen bekommen. Dieses Mal steht Marco Reus am Punkt. Wieder gegen Marvin Schwäbe. Und Schwäbe hält diesmal sehr, sehr stark. Gut gehalten von Marvin Schwäbe, aka Tim, neben mir hier mit meinem Controller. Normalerweise bin ich ja rot, falls ihr euch das fragt und neu hier seid. Und Tim ist blau. Aber für die Elfmeter tauschen wir immer, weil der Mann ist ein Elfmeter-Killer. Ich kill die. Ich kill die einfach. Jetzt gehen wir mit Skiri. Was machen wir denn? Einen sicheren Angriff. Einen sicheren Angriff. Ja, versuchen wir mal ein bisschen aufzubauen hier gegen Dortmunds Defensive. Wir melden uns zurück von unserem sicheren Angriff. Reggie Cannon spielt hinten auf Thielmann. Thielmann auf Uth. Uth auf Tigges. Tigges nicht im Abseits. Oh. Das ist das Eigentor. Also bin ich mir relativ sicher. Oh nein, ein Eigentor. Wir kriegen ja keine Wiederholung jetzt hier, aber wir können es ja nach dem Spiel nochmal gucken. Aber Tigges darf hier schon wieder jubeln gegen seinen Ex-Club. Und da haben wir das Maximum aus unserem sicheren Angriff rausgeholt, würde ich mal sagen. Safe. So sicher haben wir das Ding gespielt. Und wie er das Ding ja reingestochert bekommen hat, ist ja wirklich wieder der Wahnsinn. Es kann doch nicht sein. Boah, wo schießt er denn jetzt hin, Alter? Rechts, sage ich. Ich sage... Ist es Jule? Ja, ja, Jule. So mit der Innenseite nach rechts, hätte ich gesagt. Ich glaube, wieder nach links. Ja gut, Mitte. Ganz klassisch, jeder hat 33% Chance gehabt, jeder war falsch. Mann, ich kann doch nicht 2 Elfmeter wieder kriegen in einem Spiel, was machen die denn? Ich würde gern, ich weiß, es ist schwierig zu programmieren, aber ich würde gern sehen, wie die Elfmeter passieren quasi. Kurz.
Kurz. Auf Köhler hier. Wir müssen mal lernen hier. Lass mit Köhler links Fuß direkt probieren. Okay. Wir müssen die Dinger lernen. Also, Köhler. Willst du drum ziehen? Ja, so ein bisschen. Innenriss-Effet. Nee, hier. Innenriss-Effet. Aber ein bisschen so. So? Ja, du musst jetzt nur noch abwarten. Oh nein, jetzt macht er nicht, oder? Oh, ja, ja, nein! Oh, was? Nein! Oh! Och, Mann! Hast du gut gemacht. Ja, hast ne? Gut gemacht. Also, fast das Maximum rausgeholt. Aber deswegen bin ich jetzt noch mehr im Loch. Ja, tough. Ja, und dann verabschieden wir uns quasi mit 2 Niederlagen in Serie. Das ist jetzt noch ein bisschen bitter. Mit dem Nachholspiel kann Frankfurt noch vorbeiziehen. Aber wir beenden dann, also mindestens mal auf Platz 10 die Episode. Da ist auf jeden Fall noch alles drin. Und viel wichtiger ist vor allem in der nächsten Episode dann dieses Spiel hier oder diese Spiele. Es geht nach Europa, Vorrunde nach der Gruppenphase in der Europa Conference League gegen Livingston. Wer ist das? Das ist dieser Basketballer von Golden State. Golden State, Sean Livingston. Nee, aber wenn ihr den Verein kennt, schreibt mal gerne rein, aus welchem Land er kommt. Ich würde England vielleicht schätzen, aber glaube ich auch nicht. Ja, oder sowas Schottisches vielleicht. Ah, es könnte sein. Schottland könnte sein. Ansonsten sind schon auch noch ziemlich gute Teams unterwegs. Da Betis Sevilla zum Beispiel, West Ham United, Monaco. Also, da kommt noch einiges Interessantes auf uns zu. Das kommt dann aber in der nächsten Episode. Jetzt könnt ihr erstmal wieder ein Like da lassen, Kommentar schreiben, vielleicht ein neues Szenario. Die gehen so langsam ein bisschen weniger wieder. Und dann schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und Servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized.